Gesellschaft, auch die Ärmsten, die sich nunmehr auch im Winter kein Aufforderung, die Sanktionen fallen zu lassen und diplomatische Lösungen zu suchen. Dazu sagen wir entschlossen Nein. Geeignetste wäre, dass schon längst von Anfang an dieses Krieges dazu einladen. Europa steht vor einem großen, sehr großen Problem. Die Sanktionen sind industrieller und wirtschaftlicher Selbstmord, insbesondere bei uns. Und wenn die Regierung da nicht Maßnahmen ergreift, auch soziale Maßnahmen, die ausgleichen, dann schlittern wir in die Katastrophe und die wollen wir verhindern. Widerspricht jeden Grundsatz der Moral, dass das Problem gemeinsam gelöst werden kann. Es geht darum, sich an einen Tisch zu setzen. Und auch hier bei uns in Österreich, Deutschland. Selbstbestimmtes Österreich. Hier in der Stadt in München und engagiert sich von Deutschland aus. Beschlossen. Die wiederum im Einklang mit der amerikanischen Sicherheitsstrategie stattfindet. Solidarität soweit die EU sich im Rahmen ihrer ursprünglichen Ziele gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik vollständiger Komplement. Sanktionen, erstens einmal glaube ich nicht, dass sie irgendwas bewirken. Und ja, es ist ein Bruch der Neutralität. Es hat in diesem Wissen über die Neutralität nichts verloren. Das ist nicht stimmig. So breit wie möglich zu sein.